herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Hier sind die Ansichten. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die Konzertreihe Songs and Whispers, die haben wir hier Ihnen schon mal vorgestellt. Da touren Künstler durch Bremen und Umgebung, teilweise auch in außergewöhnlichen Locations. Ein Kino war zum Beispiel mal dabei. Und jetzt gibt es sozusagen eine Sonderedition im Sommer, nämlich Songs and Whispers Summer Festival 2010 on Tour. Findet jetzt statt am kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag. Und eine, die dabei ist, ist Lena Steinbrink. Herzlich willkommen. Ja. Künstlerin aus Bremen. Es gibt ja Leute, die nennen dich die Lena Bremens, was natürlich vom Namen her passt, aber gemeint ist natürlich Lena Meyer-Landrut. Das hört man wahrscheinlich gar nicht so gerne, oder? Ja, es geht so. So, jetzt nicht so oft, dass jemand mich mit irgendjemandem so verwechselt oder sowas. Ja, okay. Jetzt bist du bei Songs and Whispers dabei. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Also das war im Dezember letzten Jahres. Da hatten wir in der Schule eine Veranstaltung und da habe ich zwei Lieder vorgetragen. Mhm. Und dann später hat mich dann ein Mann angesprochen und hat mich gefragt, ob ich mal Lust hätte, so als Local Support irgendwo mitzumachen. Und da habe ich natürlich noch sofort gesagt, ja, natürlich, klar. Aber ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der das ernst meint. Und dann aber ein paar Tage später hat Heiko Grein, der das organisiert, mich dann angerufen und dann war ich irgendwie dabei. Ja klar, kann man ja voll verstehen. Wahrscheinlich denkt man erstmal so, so Typen, die dann kommen, so nach dem Motto, ich bring dich groß raus. Genau. Ja, und wie war das dann? Also das ist ja bestimmt, du bist ja erst 15, ne? Genau. Wenn man dann erst so in der Schule gespielt hat und wenn das dann so der erste richtige Support ist, wie war das? Oder ist das gar kein Unterschied, ob man vor anderen Schülern spielt oder jetzt vor anderen Gästen? Nee, das war schon ein Unterschied. Vor allen Dingen, weil ja auch wirklich professionelle Musiker da auch saßen und mir zugehört haben. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und wie war so das Feedback? Wie waren die Reaktionen? Also ich hätte nicht gedacht, dass so gut, also ein gutes Feedback gibt. Also ich hätte nicht gedacht, dass man mich so gut findet sozusagen. Aber ich habe dann ja auch mit den von Outwards habe ich dann auch was so gemacht. Ein Lied habe ich dann mit denen zusammen ausgearbeitet. Das haben wir dann so in der Küche geübt und gleichzeitig lief die Spülmaschine. Aber das war, ja. Seit wann machst du denn eigentlich schon Musik? Also mit 7 habe ich angefangen, klassische Gitarre zu spielen. Das war dann aber nicht so mein Ding. Mhm. Und jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren spiele ich so die Gitarre, wie ich sie jetzt spiele. Also so Rhythmusgitarre sozusagen. Und ja. Und dein Vater ist ja, glaube ich, auch musikalisch, oder? Ja, mein Vater ist DJ und der macht auch schon sein ganzes Leben lang Musik. Okay. Also bin ich auch so ein bisschen so mit Musik aufgewachsen sozusagen. Ja, das ist doch ganz gut. Ich bin ganz gespannt, du wirst ja dann am Wochenende performen, aber du bist ja nicht die Einzige, denn es sind ja so einige unterwegs, die da am Wochenende auftreten werden. Wir haben uns noch jemanden eingeladen, einen musikalischen Gast, das Johnny Perry Trio, kommen aus England. Das aktuelle Album heißt More Love and Death und sie werden jetzt für uns spielen und zwar den Song Man Will Hang. Guys, we want to listen to your music. Sad. Oh, me.
Johnny Perry Trio. Thank you very much. Ja, ihr dürft mal mitklatschen hier alle im Studio. Einen ordentlichen Applaus werden wir hier wohl noch hinkriegen. Wie ist das eigentlich bei dir? Trittst du überwiegend alleine mit deiner Gitarre auf oder bist du auch mit Band unterwegs? Also ich bin mit Songs and Whispers jetzt nur mit meiner Gitarre unterwegs sozusagen. aber ich singe seit Ende 2008, glaube ich, auch in einer Band über die Musikschule. Okay. Was ist netter? Alleine, muss ich sagen. Das ist eher so mein Ding und das, was ich so lieber mag. Okay. Jetzt haben wir ja hier keine Gitarre, aber du hast ja versprochen, du würdest mal kurz was anstimmen a cappella, denn wir wollen ja auch noch mal ganz kurz was hören. Okay. I'll be sitting here staring at the clock on the wall. I'll be lagging here praying, praying she won't call. It's just another call from home. You get it and be gone and I'll be crying. Ach, schön, tolle Stimme. Kriegen wir dafür auch einen Applaus. Sehr, sehr schön. Wie ist das denn eigentlich, wenn du ganz normal zur Schule gehst, du kommst ja in die 10., ne? Wie kriegt man das denn so unter einen Hut? Also auf der einen Seite Musikerin und dann doch normal Schule. Also das geht eigentlich ganz gut. Bis jetzt ging es ganz gut. Wie oft machst du Musik? Also wie viel Zeit nimmt das ein bei dir? Jeden Tag bestimmt. Also wenn ich von der Schule nach Hause komme, eigentlich schon. Und natürlich treffe ich mich auch mit Freunden und sowas, aber schon würde ich sagen, jeden Tag anderthalb Stunden oder so. Und wie geht's so weiter? Also willst du Abitur machen? Ja, ich möchte auf jeden Fall Abitur machen und halt weiter zur Schule gehen. Und was dann ist, weiß ich noch nicht so genau. Da ist der Papa bestimmt stolz. Das ist ja sowieso praktisch, ne? Wenn man einen Vater hat, der selber auch so musikaffin ist, dann kann man wahrscheinlich auch mal eine 5 schreiben, wenn man zu viel Musik macht. Oder wie ist das bei dir? Ja, also ich schreibe nicht so oft 5, aber wenn es so, also ich habe schon mal eine 5 geschrieben, aber das war dann nicht so schlimm. Meine Eltern sehen das nicht so eng. Hauptsache ich mache was für die Schule. Ja, und dann Hauptsache einen guten Abschluss, ne? Genau. Spielst du eigene Songs eigentlich immer oder? Also ich cover, aber ich mache auch eigene Sachen. Also zum Beispiel ein Freund von uns hat einen Song für mich geschrieben und der ist total cool. Danke nochmal dafür. Und dann von, also Outroads, ist ja diese Band, die waren auch beim Zyklus 1 dabei. Und da hat der Sänger auch einen Song für mich geschrieben und der ist auch richtig cool. Dafür auch nochmal danke. Und ich schreibe auch eigene Sachen, aber im Moment weiß ich nicht. Also ich glaube nur immer noch nicht, dass es so gut ist, aber ich werde wahrscheinlich auf der Priminale auch noch mal was ganz Eigenes spielen. Okay. Wie muss man sich das vorstellen? Sitzt du dann zu Hause irgendwie auf dem Bett mit deiner Gitarre und dann denkst du dir was aus? Oder wie fallen dir die Ideen ein? Also meistens hat man irgendeine Melodie im Kopf und dann sucht man sich die Akkorde raus auf der Gitarre. Und meistens sind das dann auch nur so Stücke, die man dann, also so Stücke von irgendwelchen Liedern. Und dann irgendwann ist das dann ein ganzes Lied nach dem, wenn man so. Okay. Ist ja schon mal passiert, dass dir im Traum oder in der Nacht was eingefallen ist, nächster Morgen vergessen. Das sagen irgendwie viele Künstler oder auch Autoren, dass sie dann denken, Mist, wenn ich es nicht aufgeschrieben habe, dann ist es weg. Also das ist mir persönlich noch nicht passiert, aber es kann gut sein, dass das irgendwann mal passiert. Okay. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Und für Sie, liebe Zuschauer, ja, wenn Sie Lena live sehen wollen und natürlich auch das Johnny Perry Trio, dann am kommenden Wochenende, Freitag bis Sonntag, Songs and Whispers und Musik natürlich auch bei uns im Internet, gibt es einen Link. Vielen Dank fürs Einschalten. Dankeschön.